Hallo ihr Lieben, ja, hier ein Blitzhaul von mir und zwar war ich heute am 28. August auf der Kreativ Hamburg gewesen und das ist nicht dasselbe gewesen, wo ich glaube ich letztes Jahr gewesen war und so enttäuscht war. Nein, das war eine wirklich super geniale Messe, die ging über 2 Etagen und relativ riesig. Also ich hätte mich wirklich echt tot kaufen können, aber ich musste mich bremsen. Eine Tageskarte für einen Erwachsenen hat 7 € gekostet. Sie geht noch bis zum 30. August. Und ja, war auf jeden Fall toll. Und jetzt zeige ich euch einmal wieder im Schnelldurchlauf, was es da für Schnäppchen gab. Zuerst habe ich hier Washi-Tape. Und zwar war da Bastelwelt Schobis. Einige kennen ihn ja von euch aus dem Internet und der war jetzt persönlich da gewesen und da konnte man diese Washi-Tapes für 1,50 Euro kaufen. Hier vorne sieht man halt, was oder welches Washi-Tape drin ist. Das ist einmal mit Monaten, das ist einmal mit kleinen Häschen und dann 2 verschiedene schwarze, über die ich mich sehr freue. Einmal mit Schrift und einmal so mit Grünchen. Fand ich völlig in Ordnung für den Preis. 1,50 Euro musste mit. Dann war auch Ideen mit Herz vertreten und da habe ich auch einiges gekauft, unter anderem dieses Glitzer-Tape. Das kam jetzt 2,50 Euro. Seid mir nicht mehr böse, wenn ich von allen nicht mehr die Preise weiß, weil es war einfach so viel gewesen. Dann gab es da noch mehr Schnäppchen und zwar dieses Glitter-Glue für sage und schreibe. Ich zeige es euch. Ich hoffe, der zoomt jetzt hier irgendwann mal ran. Kann man das sehen? 1 Euro. Ja, habe ich mir diese 4 Farben mitgenommen, fand ich völlig in Ordnung für den Preis. Und ja, sind von Rare, brauche ich nicht viel zu erzählen, kennt jeder. Dann bei Ideen mit Herzen gab es Sticker und ich habe ja so ein Faible für Schmetterlinge, das weiß ja der ein oder andere hier. Und deswegen habe ich mir diese vielen bunten Schmetterlinge in verschiedenen Farben mitgenommen. Und die blätter ich jetzt hier einmal schnell durch in Gelb und Orange. Dann gab es die fand ich auch ganz hübsch von den Farben her. Dann in Türkis. Und in Orange und einmal in so ein Bunt. Und wie man sehen kann, sind die alle mit Glitzer. Ja, die mussten mit. Ich glaube, ein Bogen hat 1 Euro oder 1,50 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann mussten noch mit von Ideen mit Herz diese Fashion Sprays. Das ist für Textil, kann man aber auch super für Art Journal benutzen. Ich weiß gar nicht, wer sich darüber unterhalten hat. Ich glaube, das war der liebe Sascha mit irgendjemandem. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hier könnt ihr die Farben sehen. Ich habe hier so ein... Ja, das ist so ein Pink mit Türkis und Schwarz. Was die gekostet haben, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, pro Stück 5 Euro. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann gab es dieses Delusion Spray, Ink Spray. Das habe ich mir im Lila mitgenommen. Kennt auch jeder, brauche ich nicht viel zu erzählen. Dann gab es bei Ideen mit Herz einmal ein Stempelkissen permanent in Gold. Ich glaube, die kamen 2,50 Euro. Die waren relativ günstig. Und einmal das Embossing-Stempelkissen, transparent, auch von Ideen mit Herz, auch 2,50 Euro. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich werde es einfach mal ausprobieren und kann euch dann ja mal berichten, wie es war. Dann habe ich mir noch mitgenommen von Stens One einmal diese kleinen Dosen. Die kannte ich noch gar nicht. Ist auf jeden Fall auch ein Permanent. Und hier ist die Farbe Spice Shy. Ich denke mal, das soll entweder dieses oder wie der Löffel so abgebildet ist, die Farbe sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, es ist auf jeden Fall in Braun. Ich weiß es nicht. Ich werde es auspacken und nachgucken. Was ich mir noch mitgenommen habe von Stens One, ist diesen hier. Ich habe den schon in Schwarz und bin eigentlich sehr zufrieden mit denen. Ist auch ein permanent Stempelkissen. Ich finde die einfach gut, weil man letztendlich bei Mixmedia, wenn man sie noch versiegeln will, seine Bilder, dann kann man über diese gewissenlos rüberstreichen, ohne dass die verschmieren. Der hat jetzt 6,95 € gekostet, fand ich völlig in Ordnung. Ich glaube, ich habe für meinen damals, glaube ich, 7,50 Euro gezahlt. So, dann gab es noch von Stand One, und das hat mich richtig gefreut, dass ich das hier gefunden habe. Und das ist dieses Opaque White. Das ist das Stempelkissen. Und was das hier ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht das Nachfüllpäckchen sein soll. Ich weiß es nicht. Ich wollte auf jeden Fall nur das hier haben, gab es nicht einzeln. Habe ich das gleich mitgenommen. Dann war ein amerikanischer Shop da gewesen, das war ganz witzig.
Die haben diese Originaltext aus Amerika, kennt ihr bestimmt, habe ich mir mal zwei mitgenommen. Ich glaube, einer kam jetzt 50 Cent oder 1 Euro, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil die ja hier oben so beschichtet sind. Ich sehe das ja mal oft bei den Amerikanern, diese Tags, und so, habe ich mir mitgenommen. Und was es noch bei den Amerikanern gab, und darüber habe ich mich nämlich mega gefreut, dieses Embossing-Pulver. Und zwar ist das hier Black Sparkle. Und vielleicht kann man das ja sehen, denn dieses hier glitzert unheimlich. Also sie glitzern alle. Dann haben wir hier auch nochmal Glitzer und das nennt sich Enchanted Gold. Und das finde ich mega. Da bin ich so gespannt. Und das hier fand ich total süß, das habe ich so noch nicht gesehen. Snowflake Tinsel, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, das wirkt so ein bisschen wirklich wie Schnee mit Glitzer. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier verhält. Fand ich völlig in Ordnung, musste mit, habe ich mit eingepackt. Ja, dann habe ich mir natürlich Schablonen wieder gekauft, wie sollte es auch anders sein, ne? Ich, kleiner Schablonen-Junkie überhaupt, habe mir von Ideen mit Herz, die haben 2,50 € gekostet, die Schablonen, und da habe ich gedacht, nee, da kannst du jetzt nicht dran vorbeigehen. Da gab es diese wunderschöne Uhr, ich zeige euch das mal hier oben. Tada! Fand ich genial, deswegen musste die mit. Dann gab es einmal dieses tolle Telefon, dieses alte Vintage-Telefon, mag ich ja total gerne. Und dann gab es noch einmal diese Schablone, ist eigentlich relativ schlicht mit einer Laterne und diesen alten Fahrrädern, fand ich echt genial. Gerade diese Laterne finde ich gut, musste also auch mit. Dann gab es bei Ideen mit Herz, gab es noch diese, ja, wie heißen sie? Falz, ich weiß es nicht, Falzgerät nicht, sondern Falzbein. Ha! Hier steht es, Falzbein. Und es ist relativ groß, weil es ist 20,5 cm lang. Und ich habe eins an meinem Master Stuart Brett, aber mich nervt das immer, das abzumachen. Jetzt habe ich mir, das kam 1 Euro, deswegen habe ich gedacht, nimmst du mal eins mit. Dann hast du eins, was du schnell mal greifen kannst. Und ja. Ja, und dann habe ich hier noch, ach so, ich sehe gerade, vom Viva Deko habe ich noch eine Schablone gefunden mit Zahlen, was ich auch immer ganz cool finde. Wenn so eine Zahlenreihe drauf ist, so ein Zentimeterband, finde ich auch immer ganz genial. Und dann mit ja, ganz normalen Kreisen, fand ich auch ganz witzig, musste mit. Dann habe ich mir, wie soll das auch anders sein, Stempel mitgenommen. Und zwar einmal diesen Stempel hier. Den fand ich genial, weil, da oben kann man das sehen, der hat so ein, so von diesen abgerissenen Blättern, da oben kann man das sehen. Finde ich genial und freue ich mich, dass ich den gefunden habe. Habe ich so noch nie gesehen und deswegen musste der mit. Der ist von Joycrafts. Dann habe ich mir für 9,50 €, fand ich relativ teuer. Ich weiß nicht, ob es teuer ist, ich kann es nicht beurteilen. Marianne Design kommt das. Das ist einmal das Alphabet. Aber die sind so ganz süß gemacht, als ob sie genäht wären. Und deswegen fand ich die ganz witzig. Sie sind auch relativ groß. Also ich würde jetzt behaupten, ein so ein Stempel ist bestimmt 4 bis 5 cm groß. Vielleicht lüge ich auch, 3 bis 4 könnten auch hinhauen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich das ganz lustig, auch hier mit diesen Nähten. Habe ich so noch nicht, deswegen mussten sie mit. Und dann habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil es von, und zwar bei Bastelwelt Showbiz gab sie. Und die haben, hol ich mal ran, 3,90 € gekostet. Und da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen, weil normalerweise sind die teurer, ihr kennt es ja selber. Und da habe ich mir jetzt für mich persönlich die schönsten rausgesucht. Und halte ich das jetzt richtig rum? Ich weiß das gar nicht. Das hier fand ich auf jeden Fall super genial. Und dann haben wir noch dieses hier. Das ist relativ schlicht. Und nochmal so ein bisschen Geschnörkel. Alles für 3,90 €. Finde ich völlig in Ordnung, den Preis. Ich weiß gar nicht, was die normalerweise, also die sind relativ günstig, das weiß ich, aber ich glaube, einer kostet normalerweise 4,99 €. Ihr könnt mich natürlich berichtigen, wenn ich jetzt falsch liege, aber das ist fast um 1 € runtergegangen. Da habe ich gedacht, Mensch, da musst du zuschlagen. Also wie gesagt, ich hätte mich da relativ tot kaufen können, habe es nicht getan. Und freue mich, dass ich so ein bisschen was ergattern konnte. Das war es auch schon mit meinem Blitzhaul. Und ja, falls ihr wieder Fragen habt zu irgendwelchen Produkten etc., könnt ihr mich einfach mal anschreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.